Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen. Willkommen bei Kapitel 7.6 Normalen Gleichung, Koordinatengleichung einer Ebene, Teil 1. Im Teil 1 werden wir uns mit der normalen Gleichung beschäftigen. Das ist eine vereinfachte Schreibweise der Ebene. Bisher kennen wir die Parameterdarstellung. Da brauchten wir drei Sachen. Die da wären ein Stützvektor und zwei Spannvektoren. Richtig. Der Stützvektor, was war das denn nochmal? Gut, den haben wir geometrisch gedeutet als Punkt der Ebene. Richtig, ich zeichne ihn hier auch mal ein. Und nenne ihn auch P. Gut, und die beiden Spannvektoren, die haben wir geometrisch als Pfeile gedeutet, die an den Punkt rangehängt werden. Genau, ich zeichne sie hier auch ein. Und wir erinnern uns an das GeoGebra-Applet, was wir euch damals gezeigt haben. Da haben wir gezeigt, dass man mit so einer Art und Weise, sprich einen Punkt und zwei Pfeile rangehängt, jeden anderen Punkt auf der Ebene erreichen kann. Ich zeichne jetzt den zweiten Spannvektor nicht ein, denn da war was wichtig. Was denn? Dass die auf jeden Fall nicht parallel sind, denn sonst legen sie nur eine Gerade fest und keine Ebene. Richtig. Deswegen hier der zweite zeichne ich ein. Irgendwie, egal wie, aber nicht parallel. So, das ist hier also die Parametergleichung. X ist P plus R mal U plus S mal V. So, das ist altbekannt. Jetzt schauen wir uns das Neue an. Wir haben jetzt nur zwei Sachen. Einen Stützvektor und einen normalen Vektor. Okay, einen Stützvektor kann ich mir geometrisch vorstellen. Das ist ein Punkt. Richtig. Normalen Vektor ist was Neues. Was kann ich mir darunter geometrisch vorstellen? Ein Pfeil. Nichts anderes als ein Pfeil. Okay, aber wenn es ein Pfeil ist, wir hatten drüben als Spannvektoren auch Pfeile und da haben wir gesagt, wir brauchen zwei. Warum brauchen wir jetzt nur noch einen Pfeil? Das ist das Schöne, wir brauchen jetzt nur noch einen, aber er muss senkrecht auf der Ebene stehen. Ich weiß, Sie begreifen das nicht sofort, ich habe es mal vorbereitet okay. Für Sie. Nehmen Sie mir hier mal eine Ebene. Ja. Genau. Zur Einfachheit halber machen wir die parallel bezüglich 1, 2 Ebenen. Hier habe ich einen Bleistift vorbereitet, das soll der Pfeil sein, unser normalen Vektor im Endeffekt. Und jetzt soll der senkrecht sein auf der Ebene. So wäre falsch, oder? Mhm. So? Auch. So? Ja, das sieht schon eher senkrecht aus. Ja, okay. Dann würde doch aber eigentlich der normalen Vektor, also sprich dieser Pfeil hier, völlig ausreichen. Die Ebene ist senkrecht dazu. Wunderbar, dann ist sie doch fest definiert. Nicht ganz. Fast. Denn auch diese Ebene würde passen. Oder auch diese Ebene würde passen. Immer ist der normalen Vektor senkrecht zur Ebene. Ah, aber das Problem können wir lösen, indem wir sagen, der normalen Vektor, also der zugehörige Pfeil, beginnt in einem bestimmten Punkt. Und wenn wir einen bestimmten festen Punkt auf der Ebene haben, haben wir wieder einen Stützvektor. Richtig. Okay. Gucken wir uns das mal einfach hier jetzt auch auf der Skizze an. Der Stützvektor ist geometrisch betrachtet wieder ein Punkt. Und den normalen Vektor, haben Sie aufgepasst, Herr Thein, was ist der nochmal? Der ist ein Pfeil, der senkrecht zur Ebene steht. Richtig, ich hänge ihn hier an den Punkt dran, also ein Pfeil, der senkrecht zur Ebene steht. Senkrecht deutet man an, indem man natürlich hier wieder so diesen rechten Winkel hier dran hängt. So, drüben haben wir die Spannvektoren mit kleinen U und V mit einem Pfeil drüber abgekürzt. Gibt es ja auch einen Buchstaben, mit dem man das ausdrückt? Ja, da gehört fest ein kleines N dazu. Ich schreibe es auch hier das in kann die man sich auch merken, N wie normalen Vektor. Okay. Ja, das ist jetzt ja alles schön und gut, aber irgendwie bin ich irritiert, weil wir haben ja hier drüben die Gleichung, also die Parameterdarstellung der Ebene. Ja? Wir haben gesagt, jeden beliebigen Punkt irgendwo auf der Ebene, nehmen wir jetzt mal den hier drüben, den Punkt X, können wir erreichen, indem wir im Punkt P starten, hängen V in einer gewissen Länge ran, hängen U in einer gewissen Länge ran und landen dann hier. Ja? Das sagt ja auch diese Gleichung. So, jetzt gehe ich mal hier rüber. Jetzt nehme ich mal hier irgendeinen beliebigen Punkt, nenne ihn auch wieder X. So. Und jetzt möchte ich diesen Punkt X erreichen. Jetzt sagen Sie mir bitte mal, wie soll ich vom Punkt P, wenn ich N in einer gewissen Länge ranhänge, dort jemals landen? Ich lande hier irgendwo oberhalb der Ebene. Ich lande doch nie hier drüben. Ja, deshalb arbeiten wir auch hier mit einer anderen Methode. Nicht mit der, wir wollen den Punkt erreichen, sondern wir arbeiten mit dem, was wir letzte Woche kennengelernt haben. Wissen Sie noch, was es war? Skalarprodukt. Richtig, das Skalarprodukt. Wir nehmen zwei Vektoren, die senkrecht aufeinander stehen und bilden daraus eine Gleichung. Klingt kompliziert, ist aber gar nicht so schwierig. Einen Vektor haben wir schon, einen normalen Vektor. Wir brauchen noch einen zweiten. Okay, das heißt, senkrecht aufeinander stehen, da macht ein Punkt keinen Sinn, wir brauchen einen Pfeil. Richtig. Da wir hier zwei Punkte haben, P und X, würde ich mal sagen, wir nehmen doch einfach den Pfeil, der zwischen den beiden Punkten P und X ist. Genau. So. Schreiben Sie unten auch mal diesen Vektor hin, PX. Ja, das wäre PX. Genau, und der steht ja auch senkrecht auf den normalen Vektor, kann man oben auch einstellen. Stimmt, denn er ist Teil der Ebene und alles, was in der Ebene drin liegt, muss senkrecht darauf stehen, nachdem wir es vorhin gesagt haben. Das heißt, das Skalarprodukt, also mal den normalen Vektor, gibt 0. Okay. Und das ist im Endeffekt schon unsere Ebenengleichung. Im Endeffekt sind wir fertig.
Wir können hier jetzt jeden beliebigen Punkt, der auf der Ebene ist, einsetzen in diese Gleichung und sie ist erfüllt. Nehmen wir einen Punkt, der nicht auf der Ebene ist und setzen ihn hier ein, dann ist die Gleichung nicht erfüllt. Und so passt es. Das klingt eigentlich recht logisch. Ja. So, ich habe es offiziell hier jetzt ganz schnell mal hingeschrieben, wie man es offiziell schreibt. Schreibt, die Ebene ist festgelegt, E Doppelpunkt. Und dann dieses Px schreibt man natürlich als x minus p in Klammern. Also genauso, wie man es einfach auch berechnen würde. Richtig, nichts anderes. Mal, also Skalarprodukt mit dem normalen Vektor n ist gleich 0. Ja, gut. Und das ist dann die Normalgleichung. Genau, das ist die Normalgleichung. Und um die ging es ja heute. Schreiben wir das mal allgemein auf. So, jede Ebene E lässt sich beschreiben durch eine Normalgleichung, Klammer auf, x minus p, Klammer zu, mal Vektor klein n, ist gleich 0. Mit dem Stützvektor groß p, geometrisch gedeutet als Punkt, und den normalen Vektor klein n, geometrisch gedeutet als Pfeil, der senkrecht auf der Ebene steht. Hier steht es auch nochmal, der normalen Vektor klein n ist ein Vektor, der orthogonal auf der Ebene E steht. Gut. So, Aufgabe 1. Die Punkte A, 0, 1, 2, B, 1, minus 1, 0 und C, 3, 2, 1 legen eine Ebene E fest. Bestimme deren Normalgleichung und B, liegt der Punkt D auf der Ebene. So, jetzt ist es so, den Normalgleichung aufstellen haben wir noch nie gemacht. Wir zeigen es euch auch gleich, aber vielleicht kommt ihr auch selber drauf. Den ersten Schritt, was wir aber brauchen, und das könnt ihr auf jeden Fall wiederholen, wäre, wir brauchen erstmal die Parameterdarstellung dieser Ebene. Die könnt ihr, stellt sie mal auf, die Lösung dafür gibt es in 3, 2, 1. So, das ist die Parameterdarstellung, habt ihr bestimmt alle hingekriegt. Die brauchen wir als Schritt für die normalen Gleichung. Warum? Naja, für die normalen Gleichung, wir erinnern uns gerade eben, wir haben aufgeschrieben, wir brauchen den normalen Vektor und der steht senkrecht auf der Ebene. Das bedeutet, er steht automatisch auch senkrecht auf allen Pfeilen, die in dieser Ebene liegen. Naja, und wir haben hier zwei Pfeile, nämlich unsere beiden Spannvektoren. Das bedeutet also, ein normaler Vektor, der zu dieser Ebene gehört, muss zu beiden Spannvektoren senkrecht sein. Und erinnert euch, wir hatten schon eine Aufgabe beim letzten Video, wo es darum ging, wie kann man einen Vektor bestimmen, der zu bestimmten anderen Vektoren senkrecht ist. Und genau das müsst ihr machen. Sucht mal einen Vektor, der hierzu und hierzu senkrecht ist. Die Lösung gibt es in 3, 2, 1. Okay, also, wir überlegen uns, dass unser normaler Vektor orthogonal sein soll zu beiden Spannvektoren. Also einmal n mal u muss 0 geben und n mal v, und da fehlt sogar, muss auch 0 geben. Sie schelmen. Ja, gut, n haben wir natürlich nicht. Dann nehmen wir einfach n1 bis n3, hier drüben genauso. Dann machen wir das Skalarprodukt. Das gibt hier eine Gleichung und hier eine Gleichung. So, und was machen wir jetzt damit weiter? Na, jetzt haben wir ein lineares Gleichungssystem. Sie haben es da unten sogar schon hingeschrieben. Aber hier kommt eine dritte Zeile dazu, die wir hier nicht haben. Wie komme ich auf die Idee? Naja, ich habe nämlich vorher zwei Gleichungen, die Sie jetzt schon hingeschrieben haben, mit drei Unbekannten. Das heißt, ein überbestimmtes LGS. Das heißt im Endeffekt, ein LGS mit unendlich vielen Lösungen. Und bei unendlich vielen Lösungen wissen wir, die dritte Gleichung war 0 gleich 0. Und wir haben das jetzt mit dem GTR gelöst. Wir haben nämlich daraus eine Matrix gemacht, haben diese Matrix. Aus dem Ganzen mit der 0 gleich 0 Zeile. Genau, das war unsere Matrix A. So, darf ich mal. Hier. Und dann, wie du es kennst, diagonalisieren wir die Matrix mit RF mat A. Gucken wir mal, was rauskommt. Das ist ja ganz schön hässlich. Naja, aber da gibt es einen Trick. Kennen Sie den? Ja, im Prinzip ist ja so, die dritte Zeile ist immer noch 0 gleich 0. Und wir erinnern uns, als wir damals groß das Thema lineare Gleichungssysteme behandelt haben, wenn die dritte Zeile 0 gleich 0 war, konnten wir sagen, x3 war es damals, ist irgendein beliebiger Wert. Hier ist es jetzt n3. Und wir müssen jetzt gar keinen Parameter machen, denn es geht einfach darum, eine normale Gleichung aufzustellen. Genau, und sonst haben wir eben geschrieben, n3 ist t. Jetzt wählen wir einfach mal einen Wert, weil wir brauchen ja nur einen. Wir sehen hier, hier kommen viele Siebtel vor. Die können wir wegkriegen, indem wir n3 clever wählen, n3 ist 7. Denn jetzt ist die zweite Zeile, steht einfach nur n2 plus 5 Siebtel mal 7, das ist ja 5. Also n2 plus 5 ist 0. Das heißt, n2 ist minus 5, kann man direkt sehen. Und die erste Zeile steht noch da, n1
minus 4 Siebtel mal 7, also in 1 minus 4 ist 0. Also in 1 ist 4. Und damit haben wir N1, N2 und N3 von unserem normalen Vektor. Es ist einer der normalen Vektoren der Ebene. Es gibt unendlich viele. Und deshalb wäre es auch gut, das, was da oben steht, zu ändern. Wir suchen nämlich nicht die normalen Gleichungen. Es gibt da auch beliebig viele normalen Gleichungen, sondern wir suchen eine normalen Gleichung. Und im Endeffekt haben wir die jetzt schon. Wir brauchen sie nur noch hinschreiben, denn wir haben den normalen Vektor und wir haben auch einen Schrittsvektor. Gut, wir haben die Ebenengleichung in der normalen Darstellung. Groß x minus 0, 1, 2, das ist unser Stützvektor, den wir auch oben schon benutzt haben, mal unseren normalen Vektor, der hier aus diesen drei Ergebnissen besteht. Und ganz wichtig, bei dieser Art Ebenengleichung muss das ist gleich 0 immer dazu. Denn erst das macht aus dem Ganzen eine Ebenengleichung. Gut, ihr werdet jetzt denken, boah, das war jetzt wirklich, wirklich wahnsinnig viel Aufwand, diese ganzen normalen Gleichungen zu bestimmen. Viel mehr Aufwand, als diese Parametergleichungen zu bestimmen. Aber die normalen Gleichungen, wenn man die mal hat, hilft die uns bei vielen Dingen, zum Beispiel bei der Aufgabe B. Das zeigen wir euch jetzt. So, liegt der Punkt D 4,0 minus 1 auf der Ebene. Vorher muss man immer das gleichsetzen mit der Parametergleichung und muss den LGS lösen. Jetzt kann man es einfach einsetzen. Und praktisch. Ja, super. Man setzt D in E ein, wie unten gezeigt. Und dann steht da das 4 minus 0. 0 minus 1, minus 1, minus 2. Das nehmen wir nochmal mit dem normalen Vektor 4 minus 5, 7 und prüft, ob das ist gleich 0 ergibt. Das heißt, wir machen einfach das Skalarprodukt. Richtig. 16 plus 15, 21, minus 21 ist 0. Das passt. Also liegt die auf der Ebene. Was wäre, wenn hier was rauskommen würde, was keinen Sinn macht? Dann liegt er nicht auf der Ebene. So einfach ist das. Das geht jetzt wesentlich schneller und entschädigt für die etwas lange, für das etwas lange Aufstellen der normalen Gleichung. Na gut, entschädigt ein bisschen, aber es gibt ja noch mehr Vorteile. Werden wir sehen. So, Aufgabe 2. Die Ebene E ist parallel zur x1x2-Ebene und hat vom Punkt P 2, 4, 1 den Abstand 5. Gib bei der normalen Gleichung der Ebene an. Oh, jetzt sollen wir wieder eine normale Gleichung angeben. Das heißt, wir müssen wieder erst eine Parameterdarstellung machen, dann müssen wir wieder dieses komplizierte. Nein, das ist ganz einfach. Oh. Ihr müsst euch nur jetzt überlegen, Sie und ihr, was ist der normale Vektor? Durch Überlegung kriegt man das schnell raus. Und was könnte ein möglicher Schrittsvektor sein? Ah, ich könnte vielleicht nutzen, dass wir wissen, was alles senkrecht zur x1, x2-Ebene ist. Richtig, die Lösung gibt es in 3, 2, 1. Ah, ich sehe, Sie haben eine Skizze gemacht. Richtig, eine Skizze ist nämlich schon immer gut. Diesmal habe ich sie sogar relativ genau gemacht. Hier ist das Koordinatensystem, x1, x2, x3-Achse. Den Punkt P habe ich eingezeichnet, bin 2 in x1-Richtung gegangen, 4 in x2-Richtung, 1 hoch in x3-Richtung, hier liegt P. Er liegt nicht auf x2, sondern davor. Deswegen ist das Problem der dreidimensionalen Darstellung. Richtig. Und das ist mal alles, was ich eingezeichnet habe, was mir von der Aufgabe gegeben war. Alles Weitere habe ich mir gedacht. Und zwar erstmal habe ich mir Folgendes gedacht. Sie muss parallel zur x1, x2-Ebene sein. Das heißt, der normalen Vektor, der senkrecht draufsteht, muss einfach in x3-Richtung gehen. Hier nach oben. Da geht es bei mir 1,5 nach oben. Ist das richtig? Nö, da könnte 1 nach oben gehen, da könnte 2 nach oben, könnte 3 nach oben gehen. Einzig wichtig ist, wir wissen, dass die x3-Achse, auf der der normalen Vektor liegt, die ist senkrecht zur x1, x2-Ebene. Das wissen wir schon viel länger. Und das machen wir uns hier zunutze. Müssen wir nämlich nicht rechnen. Und da der nur nach oben geht, wissen wir auch, er geht nicht in x1-Richtung, er geht nicht in x2-Richtung, er geht nur in x3-Richtung. Wie hoch ist egal. Bei uns jetzt 1,5. So, normalen Vektor haben wir. Jetzt brauchen wir nur noch einen Schrittsvektor. Und jetzt überlege ich mir, naja, vom Punkt P hat er den Abstand 5. Das heißt einfach, ich muss hier nur in x3-Richtung 5 nach oben gehen. 1, 2, 3, 4, 5. Lande hier beim weiteren Punkt. Ich habe mal P1 genannt. Der hat den Abstand 5 vom Punkt P. Und wenn ich hier diese Ebene einzeichne, die parallel ist zur x1, x2-Ebene, dann habe ich meine Ebene. Und den normalen Vektor habe ich jetzt hier am Punkt als Pfeil einfach dran gehängt. Passt, oder? Das passt. Müssen wir uns nur noch aufschreiben, die Koordinaten von P1. Dabei sollten wir daran denken, wie es Herr Fähnrich gesagt hat, wir gehen ja nur in x3-Richtung hoch. Das heißt, x1 und x2 sind gleich wie bei P, also 2 und 4. Und hier müssen wir 5 nach oben. Es war 1, jetzt wäre es dann 6. 0,5. Nee, 6. Einfach nur 6. Entschuldigung. Haben wir uns ein bisschen verwirren lassen. Hm? Ja, aber meine Ebene habe ich jetzt schon. E, Doppelpunkt, ist x
minus P1, ich mache es mal direkt schon, 2, 4, 6, mal den normalen Vektor, 0, 0, 1,5. Was dürfen wir nicht vergessen? Ist gleich 0. Perfekt. Ja, das ging jetzt doch durchaus schneller und wir mussten nicht den normalen Vektor auf irgendeine komischen Rechenart und Weise berechnen, sondern wir haben es uns direkt mit Denken überlegt. Gut. Ja. Aber, Latein, sind wir denn schon fertig? Jetzt passen wir mal auf. Da gibt es noch eine zweite Ebene. Sehen Sie denn? Überlegt ihr euch mal, wir zeigen es euch. In 3, 2, 1. Denn, ich hoffe, Sie haben es hingekriegt, ich hoffe, ihr auch, man kann vom P nicht nur 5 nach oben gehen, sondern auch 5 nach unten. Dann hat man den Punkt P2 und hat eine zweite Ebene, E2, genau. Das heißt, das hier ist E1 und E2, Herr Tan, wie lautet die? Na, ich probiere es mal hinzukriegen. Also, Doppelpunkt, großes X minus, jetzt haben wir den Stützvektor P2, X1 und X2 bleiben dabei gleich, also 2 und 4. Jetzt gehen wir allerdings von unserem ursprünglichen P, der bei 1 war, minus 5. Wir gehen in die andere Richtung, also landen wir bei minus 4. Perfekt. Zweimal Klammer zu. Und wieder mal unseren normalen Vektor. 0, 0, 1,5. Gleich 0. Gut. Ihr hättet aber nach dieser Aufgabenstellung natürlich nur eine der beiden gebraucht. Und was auch klar ist, der normalen Vektor hätte auch 0, 0, 2 sein können. 0, 0, minus 4. All das, was eben senkrecht steht, auf unserer Ebene x1, x2. Richtig, wir hoffen, wir haben euch durch die B-Aufgabe von Aufgabe 1 und hier durch Aufgabe 2 gezeigt, dass die normale Gleichung durchaus sinnvoll ist. Es gibt noch weitere Beispiele, dass sie gut ist. So, wir gehen jetzt mal Kaffee trinken und ihr bis zur nächsten macht's Stunde. Noch gut, bis zur nächsten Stunde.